Willkommen zu Brand Damage, mein Name ist Chris, das hier sind die Musiknews. Bevor wir mit den News selber loslegen, möchte ich euch allerdings noch jemanden ans Herzen legen. Nämlich die Gruppe Mucke sprengt soziale Grenzen. Die haben es sich zur Aufgabe genommen, Band-Merch oder halt Merch, das von Bands gesponsert wird, zu versteigern. Hier sind Bands mit dabei, wie zum Beispiel ZSK, Shirley Holmes, Muff Potter und viele, viele, viele andere Bands. Die Erlöse werden komplett an soziale Einrichtungen gespendet, wie zum Beispiel die Bahnhofsmission, Kinderhospize, Tierheime und eben auch noch deutlich mehr. Also wirklich sehr, sehr gerne mal das Ganze auschecken. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Weiter so. Und bevor wir dann jetzt wirklich zu den News kommen, gestern am Sonntag kam das erste Mal separat zu den Musiknews die Releases der Woche und das wird jetzt hoffentlich jeden Sonntag separat stattfinden. Dafür kommen noch die Alben mit rein, also nicht nur die Singles und ja, gerne, gerne anschauen. Zweitens, die Band Lärmliebe hat vor kurzem ihre neue Single Grillen, Chillen, Kastenkillen veröffentlicht und das Musikvideo wurde von diesem hier gedreht und geschnitten. Also Link in der Videobeschreibung, schaut gerne mal rein. Ich hoffe, ihr hört den Regen nicht so laut. Es regnet gerade brutalst. Wir beginnen mit den Musiknews und beginnen leider mit Kanye West. Und hier muss ich mir einen kleinen Fehler eingestehen, beziehungsweise mich für einen kleinen Fehler entschuldigen. Denn das Merch, das ich letzte Woche gezeigt habe, das angeblich von Kanye West kommt, das ist ein Fake, das ist nicht von ihm. Und ich bin einfach nur froh, dass das der Fall ist. Ich meine, das macht den Menschen an sich jetzt auch nicht viel besser. Der hat trotzdem riesen Haufen Scheiße gebaut, das nicht wieder gut zu machen ist. Aber immerhin geht er nicht so weit zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt neue Acts für das Happiness Festival 2023. Hier waren ja schon Bands bekannt, wie zum Beispiel Kraftklub oder Crow, was keine Band ist, sondern ein Rapper. Aber ich habe Bands gesagt. Egal. Und hier gibt es jetzt zwei Neuzugänge mit STP und Bad Moms J. Außerdem haben die Butcher Sisters ein weiteres Konzert angekündigt. Das findet am 15. April statt, was rein theoretisch mein Geburtstag wäre. Aber leider ist es im Musikclub in Bremen und das ist ein bisschen zu weit weg für mich. Viel Spaß an alle, die gehen. Und jetzt kommt mal hier so ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer für die Leute, die ganz doll hoffen, dass ein neues Jimi Hendrix Album rauskommt. Und zwar dieser Post hier. Ich weiß, das ist nur ein Post und man kann ein bisschen übertreiben, aber wir sehen hier das erste Mal, dass Timmy an Musik arbeitet. Oder es ist komplett gestellt. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, er wird an Musik arbeiten. Außerdem sehen wir Vortex auf dem Bild. Und ich bin immer froh, Vortex zu sehen. Und Skinny Chef ist markiert. Jimi Hendrix arbeitet gerade, so wie es aussieht, an Musik. Das ist natürlich nicht zu 100%. Aber er hat auch in der Vergangenheit immer mal wieder Social Media Posts rausgehauen mit möglichen Textpassagen in der Beschreibung. Deutet mal alles darauf hin. Ist auch lang genug her seit dem letzten Album. Schauen wir mal. Was eventuell an dem einen oder anderen vorbeigegangen ist, die Band Juli hat ein neues Album angekündigt. Das nach 8 Jahren erste Album heißt Der Sommer ist vorbei und erscheint am 15. April 2023 und da ging der Sommer noch nicht mal los, rein theoretisch genommen. Die Donuts veröffentlichen ja am 3. Februar ihr neues Album Heut ist ein guter Tag und da gibt es ja auch eine Dreifach-Vinyl-Version. Dreifach-Clear-Vinyl-Bundle. Was ist denn auf der dritten Vinyl? Hier haben wir Bruch und Dallas 3. Da war ja der erste Teil in der Deluxe-Version vom Carajo-Album. Der zweite Teil war, glaube ich, bei Lauter als Bomben. Und der dritte Teil ist jetzt hier bei Heut ist ein guter Tag mit dabei. Auf Instagram gibt es auch schon die erste Hörprobe. Und da gibt es auch die Tracklist. Die sieht so aus. Cool. Das Ganze erscheint eben auch auf Clear-Vinyl, wie eben auch die anderen zwei in dem 3er Clear-Vinyl-Bundle und kommt mit 14 Tracks. Auch Menos Moos haben gezeigt, was denn hier auf ihrer Bonus-EP so drauf ist. Sie bringen zu ihrem neuen Album Sexy ja im Bundle auch eine Bonus-EP mit dem Namen KT800. Dazu wird es auch einen Film geben. Crazy. Ich hoffe, den gibt es danach auf YouTube. Und auf dieser EP sind einfach 10 Songs. EP, 10 Songs. Das könnte ein Album sein. Ihr könnt es auch einfach zweites Album nennen, theoretisch. Außerdem klingen so Songtitel wie Spaghetti ohne Käse, Stinkebier und Hey du kleine Mickey Maus sehr vielversprechend. Solltet ihr ganz dringend neue Musik rund um das Die Ärzte-Universum brauchen, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für euch. Denn die Band Abwärts, in der ja auch Rodrigo González spielt, bringt ein neues Album raus. Dieses Album wird Superfucker heißen, würde hauptsächlich im Studio von Rodrigo González aufgenommen, beinhaltet 10 Tracks und wird am 30. März erscheinen. Am 31. März erscheinen. Außerdem wird es im April auch 4 Konzerte geben. Zum Stand jetzt jedenfalls.
Flake von Rammstein hat neulich dem japanischen Media-Outlet AVE Corner Printing ein Interview gegeben und hier ging es auch etwas um die kommenden Rammstein-Konzerte. Und so hat Flake in dem Interview gesagt, es wird auf jeden Fall keine neue Bühne geben, was zu 100% verständlich ist. Diese Bühne muss unfassbar teuer gewesen sein. Weiß das irgendjemand? Weiß zufällig irgendjemand, wie viel so eine Bühne gekostet hat? Ich glaube, die sind ja auch mit zwei Bühnen unterwegs, weil es so lang braucht, die auf- und abzubauen. Also wenn das irgendjemand weiß, das wird mich brutal interessieren. Ich weiß, ich könnte auch einfach googeln, aber nein. Allerdings wird es neue Songs geben. Denn Flake hat hier gesagt, I'm going on tour starting in May of next year. It will be the same stage as this year, but we will add new songs. We're supposed to discuss it with the band next week. Hier könnte man jetzt natürlich total rumspinnen und sagen, oh mein Gott, Flake hat gesagt, neue Songs, es kommen neue Songs. Das ist der Indikator für ein neues Rammstein-Album. Sie meinen nur eine neue Setlist damit. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand so weit geht und da jetzt reininterpretiert, dass es wirklich neue Rammstein-Songs geben wird. Hey, vielleicht kriegen wir doch mal eine Studio-Version von Ram 4. Das hätte ich noch auf meinem Vorhersagen-Bingo machen sollen. Am Mittwoch kommt ein 2023 Vorhersagen-Bingo und ich hätte Ram 4 damit draufpacken sollen. Um Marilyn Manson ist es ja in den letzten Monaten eher ruhiger geworden. Er hatte ja, beziehungsweise hat ja 3 Missbrauchsklagen am Hals, beziehungsweise hatte er jetzt nur noch 2. Eine wurde fallen gelassen. Der Grund dafür ist leider total dämlich, denn die Frist wurde verpasst. Ashley Morgan Smithline, die gegen Manson geklagt hat, hat ihren Anwalt verloren. Der hat nämlich im Oktober letzten Jahres sein Mandat abgelegt und dann hatte sie eben 90 Tage Zeit, einen neuen Anwalt zu finden oder sich selber zu verteidigen. Sie hat nichts davon gemacht und deswegen war die Deadline, dann hieß es halt, sorry. Was eben im Klartext heißt, Manson hat jetzt nicht mehr 3, sondern nur noch 2 Missbrauchsklagen am Hals. Ah ja, System of a Down, eine Band, bei der ich ein bisschen zwiegespalten bin. Einerseits machen die natürlich unfassbar geile Musik, andererseits haben die das letzte Album 2005 veröffentlicht, aber gehen trotzdem regelmäßig noch, sie gehen nicht regelmäßig auf Tour, aber sie spielen dann doch relativ regelmäßig noch Konzerte. Ja, sie haben im Jahr 2020 2 Songs rausgebracht, das ist mir klar. Ja, sie haben 2020 2 Songs rausgebracht, das ist mir auch völlig klar, aber die 2 Songs waren halt wirklich in erster Linie dazu da, um auf die politische und gesellschaftliche Missstände im Kaukasus aufmerksam zu machen. Nun war allerdings der System of a Down Drummer John Dolmayan in einem Interview im Battleline Podcast zu Gast und hat da so ein bisschen, offen über alles geredet. Und hier sagt er, dass Serge selber schon lange kein Mitglied mehr von System of a Down sein wolle und dass es wohl das Beste gewesen wäre, wenn die Band sich 2006 aufgelöst hätte. Man habe zwar mehrmals versucht, ein neues Album zu produzieren, aber das wollte nie so wirklich klappen. Man hatte eben 3 Leute, die musikalisch in die eine Richtung wollen und eine Person, die musikalisch in eine andere Richtung will. Und das, was die eine Person sagt, ist in dem Fall halt wichtiger, weil es ja die wichtige Person der Band ist. Das Ganze geht sogar so weit, dass Dolmayan gesagt hat, dass es wohl am besten gewesen wäre, wenn man damals Serge einfach direkt ausgetauscht hätte und dann eben 10 Jahre später oder so oder 2-3 Alben später, wenn Serge dann wieder Bock gehabt hätte, ihn dann eben wieder mit in die Band aufgenommen hätte. So wie sie es jetzt gemacht haben, haben sie, laut seiner Aussage, 15 bis 20 Jahre Zeit verschwendet. Das ist schon eine krasse Aussage. Auch was das Live-Touren bzw. Live-Spielen angeht, funktioniert eben nicht wegen Serge Tankian, weil er sehr starke Rückenprobleme hat und deswegen eben nicht auf Tour sein kann, was dann vielleicht so der einzig halbwegs verständliche Punkt ist. Okay, ich meine, guckt euch Rod an, der hatte auch Schulterprobleme ohne Ende und war hardcore auf Tour. Aber zu was hat das geführt? Streitigkeiten in der Band. Und da frage ich mich halt wirklich, warum dann noch weitermachen? Warum weitermachen, wenn der Frontmann gefühlt an allem Schlechten der Band schuldig ist, man wegen ihm nicht live spielen kann oder halt nicht so viel live spielen kann, wie man gern wollen würde und man sogar so weit gewesen wäre, sich einen anderen Sänger zu holen vor vielen, vielen Jahren. Warum weitermachen? Ach so, Geld. Klar. Ich vergaß, Entschuldigung. Und das war's mit den Musik-News für diese Woche, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich sehr gerne positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren für Musik-News. Am Mittwoch kommt
Jahresvorhersagen-Bingo. Am Freitag kommt wahrscheinlich eine Reaction und am Sonntag die Releases der Woche. Wie will ich das machen? Wie will ich das anstellen? Egal, schauen wir mal. Ich wünsche euch eine wunderschöne und auch entspannte Woche. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schaltet wieder ein.